Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Sky Blog 3, Folge 15 sind wir heute schon. Ja, ich habe mal meine Tiere, die wo hier ein wenig gestrandet sind, mal hier hinten verfrachtet, weil, vor lauter Mäh, verblödet man irgendwann. Jetzt habe ich nur noch zwei Schweinchen da und einen Huhn. Ich habe die Crops mal ein bisschen weiter gemacht. Ich habe jetzt sozusagen alle diese Crops, die ihr jetzt hier seht, sind schon auf 10, 10, 10. Da werde ich dann auf jeden Fall mit euch nochmal welche zusammen machen, dass ihr das auch seht, was ich da geschrieben habe. Aber ich finde, das kann ich immer wieder wegen weitermachen. Ist nichts Großartiges. Wenn es was Großartiges ist, dann machen wir es zusammen. Genau. Dann habe ich hier meine Monsterfalle die ganze Zeit weiterlaufen lassen. Ich habe es auch immer wieder entleert. Irgendwann gehe ich auch nicht mehr hin und entleert. Weiß nicht mehr, wo ich es solchen tun soll. Ja, wenn man sich das hier so ein wenig anschaut, ist alles ein bisschen voll. Und da will ich nämlich heute auch ein wenig was dazu machen. So, aber, ne? Das heißt, ich habe jetzt 64 Zombie-Herzen. Ich habe 64 Catalyzing Glands und ich habe 64 Rib Bones. Ich nehme mal das raus. Ich habe auch Netherwarzen und die Sugar Canes gemacht. Und die wenigen, wo es jetzt wissen, ne? Da war doch was. Richtig. Und zwar, ne, da war es nicht. Aber hier war es. Wir detekten. Er sagt, das war richtig und wir daten ab und wir haben direkt Quest aufgemacht. Und zwar, wir haben jetzt Life in the Forest, Heavy Machinery und True Blacksmith drin. So, was brauchen wir denn? Maschinen Upgrades, Overclock, 64 Stück. Was brauche ich hier? Energy Core, okay, sagt mir noch gar nichts. Immersive Engineering, okay, Petroleum and Tech in Alternating Flux. Okay. Und Compressed Propane Tank und Storage Upgrades. Mhm. So, dann schauen wir halt mal, was jetzt alles aufgegangen ist. Der ist noch zu, der ist aufgegangen. Also das da haben wir jetzt dazu. Der ist noch zu. Der ist noch zu. Das ist nur. Dieser hier ist er. Wir gehen mal ein bisschen gucken. Der ist auf jeden Fall noch zu. Heavy Machinery. Heavy Machinery. Und Kitchen Sink Mode. Ja, ist egal. Auf jeden Fall eine Questreihe haben wir auf jeden Fall offen. Das ist schon mal. Hab ich jetzt da gerade was blinken sehen? Ich sehe schon Fata Morganas. Es hätte gerne blinken sollen. So. Dann kann ich das nämlich ignorieren. Dann. Genau. Hier zwei Seeds. Jetzt muss ich herstellen. Tomaten, Rye, Bohnen und Melonen habe ich schon. Das machen wir dann später. Denn als erstes Basic Factory. Das, was ich jetzt machen wollte, war Better Storage. Und zwar, es gibt hier einmal noch das Anti-Barrel. Und das muss man jetzt mal gucken. Anti-Barrel. Das bist du. Du bist Nether Brick 6 Stück. Du bist einmal Block of Quartz, Ender Chest und ein Diamant. Wie viel von den Netherrack habe ich noch? Mit meinem Glück 5. Nein, mit meinem Glück nur den einen.
So, da gehen wir mal gucken. Das heißt, ich brauche 3 und 8. Ich sehe gerade, ich habe eine Trophy wieder fertig. Das heißt, ich kann jetzt auch mal dann da den Raum erweitern. So. Dann hätte ich gesagt, gehen wir auf jeden Fall mal hier hin. 3 und 8. Achso. Kommt hier da. So, haben wir schon mal 6 Stück, was wir jetzt brauchen. So, dann kriegen wir, was tun wir da 4 rein und da 4 rein. Okay. Und dann schauen wir mal, was brauchen wir noch. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch Block of Quartz. Dafür brauchen wir 4 Stück. Haben wir da. Haben wir, kriegen wir erledigt. Brauchen wir noch eine Ender Chest. Dafür brauche ich auf Eye of Ender. Das heißt, ich brauche dich und dich. Zusammen. Glückwunsch. Und davon brauche ich auch noch 8. Ender Chest. Mehr Glückwunsch. Auch. 3, 9, 4. Der war, glaube ich, dort drin. Genau. Haben wir hier 4. Hier 4. Zwar können wir wegräumen. Das heißt jetzt dann, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst drauf. Und ich habe ein Anti-Barrel. Oh. Muss ich mal gucken, was ich jetzt da alles reinschmeißen kann. Bei diese Schwerter zum Beispiel. Ne, das ist nervig, dass ich die alle habe. Ich glaube, ich kann nämlich hier alles reinschmeißen, was sich nicht decken lässt. Heißt, deshalb dürfte ich das eigentlich nicht reinkriegen, ne? Richtig, das decken kann. Hervorragend. Aber wir haben halt jetzt richtig, richtig, richtig Platz geschaffen, weil ich jetzt das dann da reinräumen kann. Nämlich dasselbe Problem habe ich ja auch vorne. Da quillt ja auch meine eine Kiste über mit lauter Waffen und sonstigen Gedöns. Ja, und dann kriegen wir das nämlich jetzt alles schön brav da rein und haben wir es aufgeräumt. 30 Items. 23 von 100.000 Typen. Das ist ein bisschen was. So, Schere weg, Feuerzeug weg, Diamantschaufel weg. Kommt das auch gleich weg? Weg ist weg. Ah, weil das kann weg. Da neu. Alleine schon hier schon wieder so viel drin. Schlimm ist ja vor allem, da läufst du dann nach vorne und danach spawnt hier wieder alles. Okay, aber wir gehen wieder nach vorne. Habe schon gesagt, irgendwann muss ich die Falle entschärfen, weil das ist Wahnsinn. Vielleicht kann ich aber auch jetzt dann irgendwas automatisieren, weil wir haben ja jetzt ein bisschen mehr bekommen, ne? So, dann heißt es, du kommst dahin, du kommst dahin. Da war noch ein Köpfchen dabei. Da haben wir noch Sugarcanes, Karotten.
Alles gut. So. Auf jeden Fall Anti-Barrel haben wir auch. Bei den Mod vergesse ich immer. Ein Omnium-Core. Ein neuer. Bin ja froh drum. So, dann haben wir Obsidian-Chests. Dann haben wir hier Enderlink-Chests. Genau, dann habe ich schon mal Compacting-Drawers gemacht, weil ich das Eisen weg, also die Erze ein bisschen wegkriegen wollte. Weil die fressen einem die Haare vom Kopf. Sind weg. Machen wir auch mal schnell welche zusammen. Das sind 5 Steine. Wenn ich mich nicht täusche. Dann brauche ich davon 8. Davon brauche ich 6. Auch 2, genau. Dann brauche ich 2 Eisen-Ingots und 2 Redstone. Redstone habe ich hier und Eisen-Ingots habe ich hier. So. Verkehrt rum. Nein. 2 Pistons. Die kommen noch dahin. Dann habe ich noch einen Drawer. Ah, passt richtig rum. Ein Eisen-Ingot brauche ich noch. So, und ich habe einen Compacting-Drawer. Brauche ich sowieso noch massig. Weil da kommt alles rein, was halt zu Blöcken werden kann. Genau, das war das Ding. Einen Drawer-Controller, dann könnten wir schon mal anfangen, so eine Art kleines Lager aufzubauen. Was brauchen wir denn für den Drawer Controller? Für den Drawer Controller brauchen wir Redstone, also 6 Redstone brauchen wir. Habe ich nicht. 2. Irgendwann lande ich, dass ich nicht mehr hinrennen muss. So, dann brauchen wir Fackeln. So, du kommst dahin. Du kommst dahin. Haben wir 6 Stück. Dann brauchen wir jetzt da schon mal 5. 8. 11. Eins, zwei und du bist dann noch 2 Meter Quarz und ich habe den da einfach okay, wieder andersrum. Du kommst dahin, der Diamant kommt dahin. Und wir haben einen Drawer-Controller. Perfekt. Das heißt, wir können anfangen, demnächst ein Lager aufzubauen. Claim. So, das heißt, was habe ich denn bekommen? Ein Speed-Upgrade. Schön wäre das, wenn das wissen, was ich bräuchte. Okay. So, von den Stone Storage weiß ich ja auch, dass ich noch was brauche. Candleberries. Da bin ich noch ein bisschen weg. Kolossal West Chest. Brauche ich auch noch irgendwas. Tell Mystical Black Flower.
4 Stacks. So, und this unlocks Forestry. Ja, und das brauche ich aber auch noch, sonst lockt da gar nichts, wie es aussieht. Und der ist alleine, genau, und darum ist der offen. Und den darf ich dann noch was. Okidoki. Jetzt muss ich mal gucken. Gibt es eigentlich irgendeine Pipe, die wo man sich jetzt mittlerweile bauen kann? Okay, die gibt es definitiv noch nicht. Factorio Tech. So, schauen wir mal uns schnell mal den einen Bereich an, den wo wir wenigstens freigeschalten haben mit Basic Factory, Compact Auto Crafting, Making Blades, Making Wires and Drills. Okay. Transporting since this Factory Tech. Ah! Das klingt ja schon mal gut. Auto Injector, Pulse Piston. Auto-Injector. Auto-Injector von Factory Tech. Dafür brauchen wir 3 Holz und Pisten mit Sticky Pisten und ein Eisen. Dann heißt es, wir brauchen davon 2. Davon 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Und davon 4. Klack, klack, klack. Nehmen wir das drum. Brauchen wir noch den da. Dann habe ich schon meine Sticky Pisten. Das da, das da, das da. Und das muss man sich jetzt halt mal angucken, was das Factory Tech alles so kann. So, dann haben wir einen Pulspisten. Einen Pulspisten ist wieder ein Pisten, ist Netherquarz, ist Glowstone Dust. Okay, das heißt für mich, wir müssen auf jeden Fall da mehr Material ranbringen, dass ich nicht die ganze Zeit das basteln muss. Okay, Mending Moss, das ist ja was wir jetzt mittlerweile können. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann habe ich das, dann habe ich da meine Seiten. Brauche hier 3 Bücher. Dann brauche ich 3 Strings. Und ich glaube auch 6 Pisten. 6 von den Blank Patterns. Eins, zwei, drei. Und dann kommst du dahin. Und du kommst dahin und ich habe jetzt einen Bookshelf. Wir gucken nochmal. Okay, das ist aber nicht, was man jetzt. Ich habe ja Gott sei Dank Silk Touch.
So, Ball of Moss. Ah, okay. Cool. Jetzt braucht man nur auch einfach draufklicken. Da ich ja jetzt dieses habe. Machen wir es erstmal so rein. Dann haben wir noch eine Quest abgeschlossen. Das ist ein Rot bekommen. Mal sie erstmal hier rein. Okay. Dann haben wir das auf jeden Fall auch. So, ich wollte das noch schnell machen. Genau, dann haben wir hier ein Snet. Was brauche ich, um Soul Sand herzustellen? Soul Sand war... Send den Netherrack in den Ofen. In den Freezer. Das heißt, ich brauche Netherwarzen, Sand und Netherrack. Ich weiß, es waren, glaube ich, drei, ne? Ja, 3 und 8. Das stimmt. So, dann haben wir davon 8 Stück. Jetzt brauche ich 16 Sand. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Und du kommst dahin. Gut, dann läufst du schon mal. Und dann können wir mal den Snet machen. So. Nee, das ist Sandstone. So, einmal Snet. Okay. Bone Meal. Wenn das Bone Meal hin. Ach, da. Okay. Und das dann dahin. Und du dahin, dahin, dahin. Und dahin. Und ich habe jetzt ein Snet. So. Dann brauche ich grünes Dingsbums. Genau. Kaktus. Schmeiß mir hier hin. Und der müsste schneller wachsen. Wir machen jetzt gleich mal einen kleinen Versuch, weil ich weiß, dass es bei der 1.16, 1.18, irgendwas in dem Dreh. Eine Möglichkeit gibt. Schauen wir mal, ob es hier auch gibt. Nein, das geht leider nicht. Man kann es leider nicht hochpimpen. So, dann hätte ich gesagt, das haben wir auf jeden Fall. Dann brauche ich jetzt den SoulSnet. Das sind auch 4 und 1. Ah, okay, das ist dann für die
Weiß ich gar nicht, ob die auch für Aquicraft dann funktioniert. So, und da kommt PressNet. Da rein, 1, 2, 3, 4. So brauche ich da 4. Okay. 3, 9. Da kommst du so hin. Dann habe ich jetzt einen Compress-Net. Und auf dem Compress-Net kommt richtig Compress-Kaktus drauf. Also bauen wir uns den auch gleich. Wir müssten auch gleich noch mal eine Quest haben. So, und da kann der jetzt nämlich hier schön wachsen. Da kriegen wir da ein bisschen mehr raus. So. Schön brav wieder Quests abgeräumt. Seid ihr, glaube ich, von mir gar nicht gewohnt, ne, dass ich so extrem mal auf Quests machen gehe. Eine Milligan Ammo und eine Milligan. Okay. Und? War's das? Wenn ich glaubt, ich habe keine. Lauter komisches Zeugs kann ich damit reinschmeißen. Und hinlegen. So, Basic Tinkering, das heißt, das finden wir jetzt noch als letztes, dann ist der sogar abgeschlossen. Das haben wir auch alles. Mystical Flora. So, dann hätte ich gesagt, Botania. Denn wir brauchen diesen wunderschönen Dünger. Und der ist so wunderschön, dass ich mal wieder so blind bin, um ihn zu sehen. Ja, okay, sind aber auch viele Items. Muss man ja ehrlich sein, ne? Es muss ein grüner kleiner Haufen sein. Wo sind grüne kleine Haufen? Da ist ein kleiner Haufen. Ja, genau, dafür brauchen wir nämlich die da und der da. Und ich brauche davon ein bisschen mehr. Aber ist kein Ding. Wir machen Geld. Muss ich erstmal gucken. Nicht, dass ich da noch irgendwas machen kann, dass das mehr wird. Oh, ich kann's mir hüpfen. Toll. Kriege ich 4 raus. Ich glaube, ich stelle mich dann eher dahin und mache Blumen. Wobei, ich glaube, ich kann doch mit Agricraft, kann ich das nicht auch machen? Seeds und Pumpkin Seeds. Das schaut auch gut aus, ne? Ist mir jetzt aber egal, ich mache jetzt einfach mal welche. So, ich kann mal nachzüchten.
stelle mich jetzt da nicht ein halbes Jahr hin und hüpfe da rum. So langweilig ist mir nicht. Aber ich habe jetzt einen Floral Fertilizer. Kommst wieder da rein. So, und was kann jetzt der Floral Fertilizer? Ich muss nicht kennen. Ich hoffe, dass das immer noch so ist. Und fresst mir jetzt ja nicht meine Blumen weg. Jawohl. Eins, zwei, drei. Okay. Aber ich habe keinen Bock, mein ganzes Inventar voll zu müllen. Ich hoffe, dass ich den auch schon bauen kann. Ich bräuchte jetzt mein kleines Säckchen. Den werde ich jetzt wieder nicht finden. Und ich weiß nicht, wie er heißt. Säckchen nicht. Das weiß ich. Seed Pound. Also ich kriege Salz, ich weiß, ich brauche, glaube ich, Wolle. Also wenn sich das Rezept nicht geändert hat. Aber das weiß man ja nicht. Schönes Rucksäckchen. Look of Balance. Ein Eimer mit Kandiszucker oder Schirmchen. Wer hat ihn gesehen? Der hat gewonnen. Bist du? Undercloak? Bubble Case? Nee, das sind für die Bubbles. Mal schnell nach vorne. Weit. Powder. Oh, Wolle. Wo ist meine Wolle? Habe ich wieder sehr gut aufgeräumt, merke ich schon. Er ist so gut aufgeräumt, dass ich sie nicht mehr finde. Hier rein. Ja, habe ich. So, was haben wir denn hier alles? 42 Seiten Rezepte für Wolle. Das ist ein Alchemie-Bag. Das ist ganz großes Wunschdenken. Flower Pound. Die habe ich gesucht. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche ein Soul Snet und den Soul Sand hau ich mal rein. Da haben wir grün. Da haben wir grün. Pound. So, und der Pound hat jetzt den Vorteil. Ich kann jetzt da meine Blümchen reinschmeißen. Und tue nicht mein Inventar voll müllen. Und vor allem, glaube ich, sehe gerade die Pflanzen, wo ich brauche. Wenn die Kuh jetzt meine Pflanze gefressen hätte, ne, die hätte ich so lange am Hals gestreichelt, bis sie wieder hergegeben hätte. Ich
muss jetzt gleich mal gucken, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, an diese Flower ranzukommen. Mystical Black Flower. Und wir brauchen für diese Quest Tal Mystical Black Flower. Moment. Das ist einfacher, als ich gerade denke. Die Schere vorhin da hinten reingeschmissen. Richtig? Richtig. Ist jetzt nicht so wild, ne, wenn ich jetzt eine dann dafür hergebe. Funktioniert. Aber wenn das funktioniert, ne, dann sind wir ganz schnell fertig. Das tun wir mal. Nein. So, wenn ich jetzt das dahin mache, das da drauf mache, Tal Mystical Black Flower. Und ich brauche jetzt eine Schere. Tal Mystical Black Flower. Eine von 256. So, wenn ich jetzt die zwei nehme, habe ich 8. Ein Stack mit. Wo könntest du mal verschwinden? Danke. So, jetzt haben wir schon mal 32. Klack, klack, klack. Klack, 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 klack. So, meine Viecher werden gleich in Blumen ertrinken. Das waren jetzt schon mal 32 Stück. Das ist doch schon mal ziemlich angenehm. Ja? Und ich gebe die gleich mal ab. So. Das heißt, ich habe die erste Hälfte von 4 Stacks abgegeben. Das heißt, bis zum nächsten Mal mache ich das alles soweit fertig, dass wir da auch weiterkommen. Das heißt, ich muss auch noch Gold herstellen. Und genau, so, jetzt bin ich aber leider da nicht mehr dazu gekommen, beziehungsweise doch, das machen wir noch ganz schnell. Ich mache jetzt einfach mal eine Pflanze, die ich schon habe. Beziehungsweise Tomato. Tomate ist Sweet Potato und Karotte. So, du kommst weg. Bis 10, 10, 10. Das ist ein Weed. So, dann heißt das jetzt für mich, du kommst hier hin, du kommst hier hin. Dann haben wir gesagt, wir brauchen eine Sweet Potato. Das bist du. Und ich brauche eine Karotte. Das bist du. Dann nehmen wir unsere schöne rote Gießkanne. Dann sind wir schon mal fertig.
Und wir haben eine Tomate. Und wenn ich jetzt mich nicht komplett getäuscht habe, ist das eine 555. Jawohl. Es geht leider nicht mehr so wie früher. Ja, die pflanze ich jetzt so an, macht dadurch den größten Scheiß, weil ich jetzt eine Tomate habe. Aber mein 555 sieht es weg. Let's fail Drag. Das habe ich schon ein paar Mal geübt. Nicht heute, sondern beim Hochzüchten der anderen. So, wir machen es nochmal. Also, aber diesmal holen wir die Stängel vorher hier. Ja, ist ja gut. Ich wollte die Schere wegpacken. Danke. So, 555 von 10. Jetzt kommst du da rein. Und zerch mal hoch. Cutting. So, leider Freit habe ich den jetzt auch wegkramt, oder was? So, ich bin der Held. Da unten rein. Aber ich sehe da keinen. Ich sehe den nicht. Wo habe ich den hingeräumt? Bin ich doof? Ja, aber noch 8, 16, 24. Achso, 39 Items, ja, alles klar. Ja, ich und rechnen. Klappt ab und zu nicht. Jetzt, wenn ich halt sagen könnte, ne, ich muss mal ein und such mal eine Tee, ne? Müsste der Tee funktionieren. Da habe ich eine am Tee. Als dass das geht. Nö. Der ist irgendwie verschwunden, Bus. Also, der vielleicht noch rein? Nein. Also falls es schon sichtbar war, ich bin mir ziemlich sicher. Ah, da ist er. Ne, da war ich noch nicht drin. Dann hat ihn von euch noch keiner gesehen. So, 1, 2, 3, 4. Ne, mache ich mittlerweile immer so. Sehr schön. Wir zichten hoch. Wir schmeißen weg. Saatgut. So, ich mache immer mittlerweile 4, weil ich für mich festgestellt habe, geht besser. Ja, ich habe jetzt sozusagen überall eine 555. Na komm. Ich möchte nicht extrem überziehen. Danke. Schön ist, man muss auch nicht warten, bis er ausgewachsen ist. Es reicht, wenn eine Stufe da ist. So, jetzt habe ich eine 6, 7, 8. Und ich mache es jetzt eigentlich immer so, dass ich dann hingehe und die erste Pflanze wegmache. Kann ich den auch gleich wieder wegschmeißen. So, dann haben wir hier nochmal. Das Wichtigste ist eigentlich, zwei Sprünge kann man ja eigentlich machen. Also am liebsten wäre mir jetzt eine 777, an der ich gar nicht mehr erst weitermachen. Ich habe eine 558.
Ist jetzt zwar nicht ultimativ besser. Aber wenn die 2 steigt, kann ich schon mal den ersten 10er drin haben. Nach 2 Stufen. Es kommt jetzt bestimmt der große Vorführeffekt, dass es nicht klappt. Ich habe bei einem, habe ich glaube ich 3 Pflanzen gebraucht. So, 7, 8, 8. Das ist jetzt besser, als ich bei den anderen alles habe. Dann werden die weggeräumt. Wir züchten hoch. Wir schneiden aus. So, haben wir. Wie gesagt, schmeißt lieber weg. Und klippt euch, solange ihr den Klipper bauen könnt, immer das so. Geht viel schneller. So. Was haben wir jetzt? Eine 788. Eine 898. Wiedersehen. Also wenn das jetzt sozusagen nichts weiteres ist, ne, dann werde ich jetzt die ganze Zeit auch immer wieder die Seeds mal hochzüchten und auch immer wieder die Seeds machen. So, 8, 9, 10, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wenn man jetzt viel Glück hat, weil jetzt ist jeder im Bereich von 10 mit den 8 Punkten, also plus 2, ne, könnte ich 2 plus 1 plus 0 ist, wäre 10, 10, 10. So, jetzt habe ich schon mal eine 18, 10. So, und bevor ich jetzt wieder so rumexperimentiere, hochzüchten, abschneiden. Drei einpflanzen, komplett hochzüchten. Wenn ich Pech habe, brauche ich 2. Wenn ich Glück habe, brauche ich einen Durchgang. Eine 19-10. Wenn ich Pech habe. Wenn ich ganz viel Pech habe, dauert es noch länger. Weil ich jetzt dann die ganze Zeit 19-10 kriege. Ich weiß, könnte man jetzt umgehen, dass ich jetzt wieder alle ausschneide. Aber ich vertraue der Pflanze. Bin auch bestimmt nicht enttäuscht. Ja, sagte er. Normal. So, wir legen uns hin. Es ist dunkel, sonst wächst da nichts. Schön. Und
Und 19, 10. Ja. Weil ich was gesagt habe. Weil ich was gesagt habe. Zweimal. Ne, da wird die Pflanze gedacht haben. Ja, dir zeige ich. Seht ihr schon kommen, das sind dann lauter. Also hätte ich das gehabt, gecuttet, hätte ich das schon längst. Und jetzt sagt er sogar dann, wenn das lauter 9, 10, 10 sind, nö. Doch, 10, 10, 10. Sehr schön. Das heißt, ich gehe hier hin, häng meine Tomate dran, hochzüchten, abscheuern, hochzüchten, abscheren. Dann habe ich hier meine 12 Stück. Dann kann ich schon mal die Seeds wegschmeißen. Und die Tomaten aufräumen. Und Ketchup. Da kann ich meine Tomaten reinsetzen. Also, das werde ich jetzt dann auch weitermachen. Also, breeden können wir. Und ja, und ich werde mich mal ein bisschen erkundigen, was die Heavy Basic Factory, was der kann. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt es mir doch in die Kommentare. Freue mich drauf. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.